Um im dritten Teil nun weitergehen zu können, muss ich erst eine kurze Erklärung bringen, dass man das Ganze dem Verstand auch irgendwie begreiflich machen können, weil nur verstehen ist nicht. Ihr habt sicherlich schon von einem Torus was gehört. Dieser Torus dreht sich. Torus hat ungefähr 10 Meter Durchmesser. Und in der Mitte, dieser Zylinder, der in der Mitte ist, der oben und unten offen ist, der ist ungefähr so breit wie vom rechten Mittelfinger zum linken Mittelfinger, wenn wir die Arme ausstrecken. Also so hoch, so breit sind wir auch. Der läuft die ganze Zeit. Ich kann das jetzt da hier in diesem PowerPoint bei OkiTalk im Moment noch nicht fähig ist, das Ganze laufen zu bringen. Also der läuft und zieht oben Energie rein und unten Energie rein. Heute wird erklärt, das wäre diese ganze Torus-Geschichte was Neues. Die Esoterik oder die New Age hätte das jetzt entdeckt, obwohl das ist nichts Neues. Das ist schon recht alt oder sogar uralt. Wenn man das Ganze nun zweidimensional sieht, dann sieht es ungefähr so aus. Ich stehe in der Mitte und 10 Meter Distanz. Rings um mich herum ist dieser Außenwand vom Torus. Und in der Mitte dieser Zylinder, der da angezeigt ist, wie gesagt, der ist so groß wie ich bin oder so breit wie ich bin, vom einen Mittelfinger zum anderen Mittelfinger bei ausgestreckter Arme. Dass das nichts Neues ist, können wir an dem Bild hier sehen. Da die Sütterlin-Schrift ja schon einige Jahre nicht mehr geschrieben wird, zeigt es, dass man auch schon spätestens im Anfang letztes Jahrhundert sich damit befasst hat, dass nämlich die ganze Welt auch einen Torus ringsherum hat mit ihren Strahlengürtel. Also nichts Neues. Sogar noch viel älter. Man findet im Mittelalter solche Karten, die die Erde als hohl bezeichnen oder bezeichnet habe. Die behaupten sogar, dass in der Mitte von der Erde eine Zentralsonne ist und dass da Ländereien drin wären, wie Agatha oder Shambhala, Namen, die ihr wahrscheinlich schon gehört habt, aus dem Tibetanismus, aus dem Buddhismus raus. Dort kommt es noch viel vor. Bei uns sind diese Karten mehr und mehr verschwunden. Doch eins, was sehr interessant ist, das zeigt auch hier, dass das Ober und Unter offen ist. So wie wir oben auf dem Kopf die Fontanelle haben, diese weiße Stelle an der Schädeldecke, und eine Handbreit unter den Füßen auch eine Öffnung haben, wo energetisch eben diese Torus läuft. Und so scheint auch die Erde zu sein. Das war schon lange bekannt und dass es auch einzelne Eingänge gibt in verschiedenen Teilen der Welt, kann man auf dieser Karte auch einsehen. Nicht nur oben und unten, also nicht nur am Nordpol und am Südpol. Aber wenn man alte Tankas sieht aus dem Tibet, kann man das genauso sehen. Die haben auch solche Zeichnungen noch, dass immer alles offen ist und hohl ist, dass nicht voll ist, wie heute beschrieben wird und uns glaubend gemacht wird. Aber sogar die moderne Wissenschaft hat solche Bilder im Internet, ein Bild von der NASA, wo den Nord- oder den Südpol zeigt. Eine Gegend, gerade die Antarktis, die wird uns ja nie so gezeigt, immer nur weiß, alles eisbedeckt und rund und zu. Jetzt sind so langsam ein paar Karten wieder an die Öffentlichkeit gedrungen, die Piri Reis Karten und so, war schon vor ein paar hundert Jahren, ich glaube im 17. Jahrhundert,
gezeichnet wurden, wo den ganzen Kontinent Antarktis zeigt, wie er unter der Eisdecke sein soll. Und erstaunlich, dass die damals schon solche Blickwinkel gehabt haben, die man heute nur sich berechnen kann, weil es ist ja kilometerweit Eis da, um da reinzusehen. Aber interessant, dass doch solche Bilder manchmal durchkommen, durch das Netz der Kontrolle, die diese NASA über das alles hält, weil die reduzieren ja diese ganzen Bilder von dort. Ob es dort so ist oder nicht, ist sehr schwierig auszufinden, weil man kann nicht einfach in die Antarktis gehen. Gerade wenn man hier in dem Teil der Welt geboren ist, gibt es in Deutschland ein Büro, das einen oder ein Amt, was uns erlauben muss, überhaupt dahin zu gehen. Und dann ist es sehr kostspielige Geschichte. Und meistens als Deutscher kriegst du da keine, oder auch als Österreicher oder Schweizer, bekommst du da keine Erlaubnis, dahin zu gehen. Die haben viel zu viel Angst. Man könnte da was entdecken, was natürlich nicht passt. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Was die meisten von euch kennen, um jetzt auf den Mensch zu kommen, ist das indische Chakrasystem, womit ich jahrelang oder jahrzehntelang gearbeitet habe und glücklich damit war und doch irgendwie immer ein bisschen was vermisst habe. Fehlte einfach was. Ich habe mich immer gefragt, warum sind diese Energiezentren, diese Räder, wie sie genannt werden, diese Chakras, nur von der Mitte von meinem Körper aus? Warum ist der ganze Körper nicht einbezogen? Warum ist er nicht ganzheitlich? Da ich jahrelang in Indien war, habe ich gedacht, ja okay, da hat natürlich die Spiritualität, respektive die Religiosität, der Haufen zu sagen. Und das, was halt ja, unter dem Bauchnabel ist, wird da nicht so angesehen, als dürfte man darüber reden oder hätte das was mit Spiritualität zu tun. Aber gut, irgendwann fand ich auf der Suche, vor allem, da ich ja jedes Jahr nach Russland reise mit einer Gruppe nach Karelien, in die Schungitmine oder Heilstein herkommt, kam ich auch mit russischer Sache in Kontakt und kam da mal auf das russo-arische Chakrasystem. Und da sehe ich jetzt auf einmal, dass es eben auch unten, unterhalb des Beckens, noch Chakren gibt, noch Energiezentren gibt. Das war natürlich eine tolle Überraschung, eine ganzheitliche Überraschung. Wow, endlich find ich was, wo mich da mehr befriedigt. Und doch irgendwie war es nicht das. Ich habe weiter gesucht, weil so wie auf dem Bild hier auch, kam man das doch noch irgendwie als Grauzone vor. Das wäre jetzt nicht das Gelbe von Ei, was ich jetzt echt gesucht habe. Und da ich als, ich möchte fast sagen, einziger Nicht-Jude im Judenviertel von Basel aufgewachsen bin, kam ich auch schon sehr früh in Kontakt mit der hebräischen Kabbala oder halt mit dem Lebensbaum von denen. Und sehr interessant, doch aber wie hat da auch was nicht gepasst? Ist irgendwie nicht harmonisch? Es passt irgendwie nicht. Hab das nicht anwenden können auf mich selber. Es ist alles theoretisches Wissen, aber nichts Praktisches, wo ich anfassen kann. Nur wenn ich glaube an diese Wesenheiten, die, von denen sie da reden. Dann, nachher, kam dann die aramäische Kabbala. Respektive der aramäische Lebensbaum. Und das sah dann schon harmonischer für mich aus. Obwohl irgendwie, ja, ich konnte es auch noch nicht in meinen Körper oder reinbringen und danach leben oder was tun, danach heilen oder mich weiterbilden. Es war zwar schon was, aber es war irgendwie noch im Dunkeln für mich behaftet. Und nach langem Suchen auf dem Weg zu meinen germanischen Wurzeln kam ich dann schlussendlich mal an einen germanischen Lebensbaum. Und da habe ich jetzt ein System entdeckt oder entdeckt, wieder entdeckt, ist ja von vielen früher beschrieben worden.
ein System oder ein Lebensbaum, der den ganzen Körper ausfüllt und nicht nur den Körper, sondern auch um den Körper das Ganze ummantelt. Und das ist nicht zu sehen wie jetzt Chakren als Räder, die da drehen. Sind zwar schon Energiepunkte, aber wie die dann angewandt werden, kann ich euch später erklären. Wo ich mit dem Ganzen befasst habe, mit dem gearbeitet habe, kam ich irgendwann halt auf den Suche nach Runen an einen Österreicher namens Guido von Liszt, der um die Jahrhundertwende gut gelebt hat und dann 1919 in Berlin gestorben ist. Dieser Mann hat im Vergleich zu den anderen Großes geleistet. Die anderen, die Bücher über Runen schreiben oder geschrieben haben, die haben meistens im Letzten abgeschrieben, was der geschrieben hat, das übernommen, meistens ohne wirklich rein zu fühlen, ohne den Kontakt zum Lebensbaum zu haben. Nur außen quasi als Schrift, wie das ja nachher dann auch angewandt wurde in verschiedenen Kulturen, die wir dann überliefert bekommen haben. Aber schriftlich alles viel, viel später. Das ist alles irgendwas im Außen. Das ist nicht in dir. Und er ist einer der wenigen, die die Runen empfangen haben. Also nicht einfach abgeschrieben haben, sondern selber über längere Zeit geraunt hat, der da reinkam und das Ganze dann empfangen hat. Seine Sprache, natürlich, wenn er seine Bücher liest, ist so ganz anders wie heute. Das war damals eine ganz andere Zeit und viele Wörter sind heute fast tabu bei uns. Aber wenn man den tieferen Sinn begreift, dann ist es sehr tiefgründig und breites Wissen, was er da übermittelt hat. Warum ihm nachgesagt wird, er wäre Nazi gewesen, obwohl das ja, ihr seht, am Todestag des 1919 gestorben, also das kann er gar nicht gewesen sein, weil damals gab es ja noch keine Nationalsozialisten. Aber warum er das gesagt hat, ist natürlich das, was er uns gebracht hat, das sogenannte Kreisfutak. Das sind die 18 Runen im Kreis hier. Und in der Mitte natürlich, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man ihn als Nazi verschrien hat, weil das sieht ein bisschen aus, wie erinnert an eine Swastika, obwohl es in dem Sinn keine ist. Aber wenn wir schon dabei sind und über eine Swastika reden, muss ich euch vielleicht erklären, wie das überhaupt dazu kam, diese Swastika, weil die meisten, ja, ich lange, habe ja geglaubt, das käme aus dem letzten Weltkrieg, das wäre da quasi entdeckt oder erfunden worden, um uns da irgendwie an der Nase herumzuführen, aber das ist ein uraltes Glückssymbol. Ihr kennt sicherlich den großen Bären oder wie er genannt hat, den großen Waage. Und südlich davon jetzt im Winter der Nordstern. Diese Sterne-Konstellation, die wandert übers Jahr im Weltkreis. Da haben wir im Frühjahr steht der hier auf der rechten Seite und der Nordstern ist lustigerweise immer noch fix da in der Mitte. Der bewegt sich nicht, der bleibt da, was mich schon als kleiner Junge fasziniert hat. Wo ich lange darüber nachgedacht habe, warum das so anders ist, warum mich der so anzieht, da kommen wir nachher noch dazu. Wenn wir im Jahreslauf weitergehen, dann sehen wir, dass der große Bär im Sommer im Süden ist und der Nordstern immer noch in der Mitte. Und wenn wir weitergehen dann bis zum Herbst, dann sehen wir, dass er auf der Seite ist und der Punkt ist in der Mitte, der Nordstern. Das heißt, insgesamt sieht das Ganze über das Jahr so aus,
Der große Bär oder der große Wagen wandert um den Nordstern herum. Wenn ich nun das Ganze verbinde, dann sieht das Ganze so aus. Da sehen wir, was in Indien die Swastika von der Lakshmi Devi, so wie sie das nennen, der Göttin der Fülle oder des Reichtums ist. Ihr seht, es sieht nicht genauso aus wie das, was im letzten Weltkrieg angewandt wurde auf ihren Flaggen. In Indien wird es schon ewig lange, auch bei uns früher, lange bevor der eben Erste oder Zweite Weltkrieg war, angewandt und als Glückszeichen oder als Glückssymbol, wie es heute genannt wird, was sehr stark energetisch ist. Man sieht es in Indien fast an jedem Eck. Und man sieht es zum Beispiel auch auf der Gotthard Ganesh aus deiner rechten Hand. Und ihr seht, es ist genau das mit den abgerundeten Linien, die da rausgehen, also nicht geradlinig rausgehend, aber auch, wie es lustigerweise genannt wird, das Rechtsdrehende, obwohl, wenn ich genau hinschaue, ist das gar nicht das Rechtsdrehende. Da habe ich uns wieder was verdreht. Das ist das Linksdrehende, weil stellt euch ein Rad vor, ein Sonnenrad oder ein Windrad. Wenn hier der Wind kommt, dann dreht es sich erst, wenn der Wind von der rechten Seite nach links bläst, dann wird dieses Rad gedreht. Sehr kraftvoll, sehr energetisch. Und wenn ich euch das nächste Bild zeige, dann glaubt, werden wir sehen, dass das sicherlich was total natürlich ist. Die Schwarzkümmelblüte. Klar geht es nicht, dass es nicht von Menschenhand geschaffen ist, sondern dass das eine geometrische Form ist, die da steht. Schon lange, lange Zeit. Kurios ist, dass vor ein paar Jahren in Salzburg gab es am Untersberg eine sogenannte Zeckenepidemie. Also es hat mehr Zecken gehabt wie normalerweise in dem Jahr. Und da kamen sie auf die Idee, eine Schülerausschreibung zu machen, wer daraus findet, was die beste Mittel wären, natürlich gegen Zecken oder als Prävention von Zecken. Und die kamen dann darauf, dass das Öl der Schwarzkümmelblüte, des Samens, das Beste dafür ist. Und das kann ich ja sagen, ich habe schon selbst ausprobiert. Da braucht man nicht drehen und machen, da tropft man ein, zwei Tropfen auf die Zecke, die ein gepackt hat, obendrauf, und die geht von allein raus, weil die mag das nicht, die verträgt das nicht, oder ich weiß nicht, was da passiert, ohne dass ich jetzt eine Zeckenzange oder irgendwas brauche. Weiß nicht, warum da einzelne Regierungen heute, vor allem bei uns im deutschsprachigen Raum, die so fast besessen von diesen Zeichen sind und sagen, wow, das ist so schlecht, so bla bla bla. Vielleicht, weil es das beste Mittel ist gegen Zecken, und das können es ja auch in den Regierungen einige ein paar haben, oder? Nein, nein, das kann nicht sein. Aber man weiß jetzt wenigstens, dass es nicht im letzten Weltkrieg geschaffen wurde. Wenn man das nun weiter verfolgt oder weiter studiert, dann kommen wir irgendwann auf alte Bilder von Baldur, der was später dann mal Gott des Lichtes genannt wird, fälschlicherweise. Aber natürlich, das zeigt hier die Geburt von Baldur. Und man sieht ja, dass da der Torus ringsrum ist und dass der Torus in Flammen ist. Das heißt, Licht dazugekommen ist zu dem ganzen Torus, was ringsrum ist, weil er genau die Rune begriffen hat, wie sie auch Odin oder wie uns die Lehre zeigt, dass mit Odin läuft. Wie das nun genau geht, das möchte ich im Folgenden noch ein bisschen erklären. Ihr erinnert euch an dieses Bild da von der Zentralsonne mitten in der Erde. Und das ist so eine Geschichte, wo viele als
Verschwörungspraktik oder Theoretik abtun. Aber es ist eine uralte Sache. Schon Platon hat davon geschrieben, dass es eine Zentralsozone gibt. Und der hat auch, war der Meinung, dass die Sonne, die wir hier sehen, eigentlich kalt wäre. Für uns schwierig zu verstehen, aber er sagt, das wäre nur ein Reflektor, wie ein Vergrößerungsglas, das ich zum Beispiel in der Hand halte und auf meine Hand, auf die andere Hand hinweise und schaue, dass ich die Sonne in das Vergrößerungsglas reinkriege und schon fängt das auf meiner Hand an zu brennen. Wenn ich nun die Zellen frage, die eigentlich ein Bewusstsein habe selber, wo kommt es her, was ist es, die behaupten steif und fest, dass dieses Vergrößerungsglas, was ich in der Hand habe, dass das der Punkt ist, wo die Hitze herkommt, die entsteht dort. Aber das Vergrößerungsglas ist kalt, wenn ich es in der Hand halte. Es ist die Sonne, die das rangibt. Und so ist es auch in der Erklärung, was sie sagen. Sie sagen, dass die Sonne, die wir sehen, eigentlich nur ein Reflektor ist von der Energie, die von der Zentralsonne kommt. Und diese Energie wäre so stark, dass man sie im Beginn nicht direkt aufnehmen kann. Es würde uns, ja, würde uns verbrennen oder diese Sicherung durchbrennen. Also braucht es eine Dimmung über einen Planeten, den wir die Sonne nennen. Wenn ich nun das hier sehe, als Mittelpunkt unserer Erde, und wenn ich dann wiederum an den Nordstern denke, der da mitten in dem ganzen Punkt ist, mitten der Punkt ist, wo wir eigentlich laut den Huso-Aurischen Veden reingekommen sein sollen auf diese Erde hier, dann steht da irgendwie eine Säule. Und wenn wir die verbinden, dann kommt so langsam Energie in uns auch. Deshalb ist es, dass der Nordstern und die Zentralsonne so immens wichtig ist bei uns. Wenn ich es nämlich mir vorstelle, dass diese Punkte, diese Linie, die Runde ist, nicht bei meinen Füßen aufhört und nicht bei meinem Kopf aufhört, sondern weitergeht oben zum Nordstern und unten in die Mitte von der Erde. Und ich mich dabei noch in Richtung Norden gestellt habe, dann bin ich im Fluss der Erde, bin verbunden mit dem Zentrum der Erde und dem Nordstern. Ihr werdet, wenn ihr das dann tut und dazu noch raunt, das heißt denn, den Ton intoniert von der Rune Is, das ist vielleicht für uns nicht so einfach anhört, aber es ist ein Intonieren, ein Vibrieren, das wir im Kehlkopf spüren und diese Vibration, diese Frequenz geht dann mit der Zeit über den ganzen Körper, füllt den Körper mit aus, füllt vor allem diese fünf Punkte, die wir hier jetzt haben, die wie Lichtschalter in unserem Lebensbaum sind, diese fünf in der Mitte, die verbunden werden mit der Rune Is, füllt es auf mehr und mehr mit Energie, mit kosmischer Energie. Die Inder behaupten, dass wir einen Antagrana haben, also ein ganz feiner Kontakt, wie ein Kabel, das von uns rausgeht, aus dem Kopf, zu dem, was die göttlich nennen. Und über das würde man diese Energie reinbekommen. Und dieser Kontakt sei bei Normalmenschen drei Haare dick, also extrem dünn. Stellt euch vor, wenn ich jetzt auf einmal mehr drauf gebe, mehr Energie, bringt es durch, wie wenn ich ein Kabel habe von 0,005 Volt
und da auf einmal 220 Volt drauf geht, brennt das Ding durch. Und so ist bei uns dieses feine, die sogenannte Antikörper brennt durch, wenn wir zu viel Energie drauf geben. Sprich, man muss da langsam machen. Nicht eine Woche oder nur Monate. Das sind Monate von Arbeit. Darum bin ich auch nicht dafür, dass da viele Bücher geschrieben werden drüber. Es muss jemand dir übermitteln, wie man das tut. Weil es muss überwacht werden und man muss vom Gleichen reden. Nämlich, wenn ich jetzt ein Buch schreibe und zum Beispiel die Farbe Rot jetzt erkläre, dann siehst du ganz anderes Rot vor dir oder in dir Gedanken, wie ich sehe. Also ist schon die Basis, von was ich hier rede, eine andere als die du siehst. Und wenn ich auf dem nun eine Geschichte aufbaue oder eine Weisheit aufbaue, dann verirren wir uns. Wie zum Beispiel, wenn ihr als Kinder das Spiel gespielt habt, dass ihr einem ins Ohr geflüstert habt und das im Kreis mit vielen Kindern war, da kam am Schluss eine ganz andere Geschichte raus, als was ihr erzählt habt. Und so ist hier auch. Drum wurden früher, hieß es in der Edda, lieber nicht geritzt als zu viel geritzt. Am besten schreibst gar nichts über, was heute nicht schreiben heißen würde, es ritzen. Beste schreibst gar nichts als zu viel, weil das sollte übermittelt werden von Vater zu Sohn oder von Mutter zu Tochter. Also nicht irgendwo außen im Buch gelesen werde. Dann können wir uns verrennen. Und es ist auch in Indien bekannt, dass wenn man da Fehler macht und diese Energiekanäle nicht gleichmäßig bearbeitet, die nennen das Shushumna, diese Mittelkanal, was bei uns die Rune Is ist. Nur hört sie bei denen in der Nähe vom Bauchnabel auf, bei uns geht sie durch. Und die haben links und rechts noch zwei Kanäle, die sie Ital und Pingal nennen, die unter anderem für den Wärmehaushalt stehen im Körper und eben um diese Energie, wie die Inder Kundalini nennen, um diese Energie hochzubringen aus dem Becken oder eben unterhalb vom Nabel hochzubringen ins Herz oder noch weiter hoch. Und wenn das nicht gleichmäßig läuft, wenn es jetzt forciert wird, zu schnell geht, dann kann das zu Spastiken führen oder kann einen ganz, wie man das auf Alemannisch sagt, die Sicherung durchbrennen. Man kommt ins Irrenhaus. Und um das zu umgehen, empfiehlt es sich sehr langsam vorzugehen mit Runen. Also kein Buch zu kaufen und sagen, oh, da habe ich gleich ein ganzes Futhark oder Futhorc und da mache ich mit. Macht es selber. Stellt euch hin und raunt die Rune Is Schritt für Schritt, bis ihr genügend Energie akkumuliert habt, über diese fünf Punkte, über diese Linie, über die Rune Is, so dass ihr mit eurer Wurzel verbunden werdet oder angebunden werdet. Dann sicher wisst, wer ihr seid, woher ihr kommt. Wäre jetzt zum Beispiel jemand, nehmen wir mal einen Chinesen an, der auf den ersten Blick nichts mit Germanen zu tun hat, der kommt zu uns und kommt in die gleiche Schule, die wir durchgehen, und fängt dann zu raunen. Der würde nach ein paar Wochen sagen, ach, das Raunen, das ist nichts für mich. Nun hat aber die Rune Is, eine der Hauptaufgaben ist, dich zu deinen Wurzeln zu führen, zu deinen Wurzeln. Das heißt, dieser Chinese würde nach ein paar Wochen sagen, nee, es war schon, ich spürte schon was, aber es ist nicht meins. Und sogenannt zufälligerweise trifft darauf jemand, weil es eine Resonanz gibt, der zieht es ja an, der ihm die chinesischen Wurzeln zeigen kann, der vielleicht von Konfuzius reden oder noch ältere chinesische Weisheitslehren. Und er wird
begeistert sein und sagen, endlich habe ich gefunden, was ich suche. Nicht begriffen, dass es die Runeis war, die ihn zu seinen Worten geführt hat, im Gesetz der Resonanz, indem er die Person oder den Menschen zu ihm gebracht hat, der in seinen Weg weist. Und wenn du Germane bist, zu uns gehörst, dann wirst du hier aufgehen drin und dann nehme ich dich gerne zu mir auf in Kurs. Ich gebe dir Kurse im Heilen mit Runen, weil Runen sind fürs Heilen. Wir heilen mit Runen. Runen sind nicht da, um irgendwen zu schaden. Nimm an, wie das im Süden gern gemacht wird und inzwischen gibt es auch hier Menschen, die einander feindlich gesinnt sind und gierig sind. Nimm an, jemand denkt, er hätte gern das Land vom Nachbarn. Und wenn der Nachbar schnell erkrankt oder sterben würde, dann wird das ganz billig zu kaufen sein. Und er bittet nun zum Beispiel irgendwelche christliche Wesenheiten, Erzengel oder wie sie immer heißen, oder Jesus, dass er ihm hilft, dass der Nachbar stirbt, dass er das kaufen kann. Dann werden die ihm klar machen, nee, wir sind nicht für sowas da. Wir wollen Frieden, wir wollen Liebe, wir wollen nicht solche Sachen. Würde jetzt aber die gleiche Frage an der Rune stellen, bitte hilf mir, um meinen Nachbar umzubringen oder krank zu machen, dann würden die Rune so einen Tritt an Schienbein geben, dass er seinen Lebtag nie mehr vergisst. Weil Runen sind für sein und Runen sind brachial, kraftvoll, die sind nicht so fein, sanft kommen. Daher kommt es auch, dass viele, die Germanen beobachtet haben, und gesehen haben, was für Kräfte die entwickelt haben, das nachgemacht haben und dann natürlich mit solchen Gedanken hingekommen sind und Macht erlangen wollten über die Runen. Die haben solche Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel Tritt an Schienbein. Und daher kommt es, lass bloß die Finger von Runen. Oh, das kann wehtun oder kann es falsch gehen, ins Böse gehen. Aber wenn ihr Runen zum Heil verwendet, was sie sind, wird euch nie irgendwas geschehen, was nicht fördernd für eure Gesundheit, fördernd für eure Umwelt ist. Das ist das Schöne mit Runen. Und wenn man also jetzt hier die Rune Is, Raune, ja, ihr könnt euch erinnern, so aussieht in der Mitte. Und das Gleiche dann weitermacht, indem er nachdem eure nächste Rune kommt, dies ist die, wo alle einsteigen, ist die neunte Rune. Wenn man da genügend akkumuliert hat und dann zur nächsten Rune kommt, die ihr empfangt, die nicht unbedingt jetzt die Rune Mahn sein muss, wie das, irgendwie muss man es ja beschreiben, um was es geht, die nächste, sondern es kommt die, die du empfängst. Das ist wichtig, dass du das weißt. Und du langsam diese Energiekanäle öffnest, diese Punkte in deinem Lebensbaum verbinde ich, wie wir jetzt gehabt haben, zum Beispiel vorher die Rune Is zu sehen war, hier im Lebensbaum. Und wenn du jetzt vorstellst, wie nun die Rune Mahn aussehen kann in deinem Lebensbaum, welche Schalter, Lichtschalter da mal anmacht, welche Bindung oder Verbindung da macht in seinem Lebensbaum, dann kann man sich vorstellen, dass dann ganz andere Frequenz natürlich, kosmische Frequenz auf einen zukommt, wenn man die Rune Mahn raunt. Wenn man dann reingeht in die nächste, wenn man das nach Monaten geschafft, soweit ist, kommt die Rune Ür, wo man dann, wie gesagt, breit gefächert mit Norne oder halt mit dem unteren Teil in
Verbindung kommt, dieser Welten, dem sogenannten niederen Teil. Wir wollen jetzt nicht zu werten von hoch und tief. Und auch da sich füllt durch Raunen, durch Intonieren, dann kommt man langsam zu dem, was Agal ist. Das heißt, dann ist nichts mehr in so. Es sind keine Götter, kein Odin, keine Asen, keine Normen um uns herum, höchstens neben uns, die es schon geschafft haben, da rauszukommen, die schon eins sind mit dem Ganzen. Und auch wir unterstehen dann nicht mehr dem Schicksal. Auch wir sind dann eins mit dem Ganzen. Natürlich hängt damit eine gewisse Verantwortung auf uns oder laschend auf uns, weil wie weiter man sich energetisch entwickelt, umso mehr strahlt man ab, umso größeren Einfluss hat man auf seine Umwelt. Wenn man nur physisch unterwegs ist, ohne sich damit befasst zu haben, dann ist nicht so wichtig, was man denkt, oder man denkt wenigstens, ist nicht so wichtig. Aber es hat auf jeden Fall weniger Einfluss auf unser Umfeld, wie wenn wir schon so weit sind, dass wir wirklich eins sind mit dem Ganzen. Drum kann man nicht einfach da hochspringen. Es ist eine bewusste Werdung, die mit einem passiert, dass man an den Punkt hochkommt. Weil sich auch das, was die Inder nun die Antakarana nennen, diese drei Haare, sich multipliziert auf x Haare, viele, also viel stärkere Energie durchgehen kann. Und natürlich ist dann den Einfluss, den man auf sich aus überlässt, durch die Frequenz oder indem er ausübt auf seine Umwelt, viel, viel kraftvoller als sonst. Und das nennen wir heute Verantwortung, die wir übernehmen müssen. Das heißt also, man darf nicht einfach blindlings sich leiten lassen von dunklen oder schattigen Gedanken, weil man den Einfluss rausbringt. Ihr kennt das, ihr geht an eine Beerdigung, obwohl ihr die Person kaum kennt, ihr werdet Trübsal. Ihr werdet trübsinnig, fängt vielleicht sogar fast an zu weinen, weil diese Schwingung, die Frequenz im Kollektiv ist dort. Oder ihr geht irgendwo rein, wo alle lachen und lustig sind, da müsst ihr auch, weil es steckt an. Und so ist es auch mit, wenn wir uns spirituell heben, höher entwickeln, dann haben wir mehr Einfluss auf außen. Man sagt einzelnen großen Meistern nach, dass die diese Antakara, diese Haare, die da rausgehen, zum Teil so dick sind, dass sie 10 bis noch mehr Zentimeter im Durchmesser haben. Solche großen Meister haben natürlich einen Einfluss über ganze Nationen, über ganze Kontinente. Dass der natürlich eine extrem starke Entwicklung in puncto Bewusstsein haben muss, versteht sich von selbst. Weil wenn dieser Meister wütend ist, dann haben wir Krieg. Also ist da schon eine gewisse Verantwortung verbunden mit dem Ganzen. Nun, um das Ganze weiter anzuwenden, wenn ich nun das habe, was uns Gita von Licht gab, dieses Kreisvertrag. Und das, ihr könnt euch erinnern an die Comics von Asterix und Obelix, der Miraculix, der wurde immer auf dem Schild getragen. Wenn wir nun dieses Kreisvertrag als Schild sehen, und das im Geiste unter unsere Füße stellen und ein zweites über unseren Kopf und nun uns verbinden mit der Mitte von der Erde und mit dem Nordstern uns Richtung Norden gerichtet haben und anfangen zu raunen, zum Beispiel die Rune Is. Ich mache es kurz vor. Ihhh.
Also ein Intonieren, es ist nicht ein Singen, egal welche Tonlage oder so, ist euer individuell ist. Wenn ihr das nun macht, fangen die Runen, die ihr singt, an zu schwingen. Und euer Torus sieht dann so aus. Kann es leider auch nicht hier als PowerPoint kreisen lassen, aber die kreisen nun in meinem Torus, in meinem Feld, in meinem Umfeld von ungefähr 10 Metern von oben herein und von unten hoch und haben natürlich einen sehr kraftvollen und heilenden Einfluss auf mich. Wenn wir das so weit geschafft haben, dann sind wir schon auf dem Weg, auf dem germanischen Weg und haben dann einen positiven oder einen heilenden Einfluss auf uns und auf unsere Umwelt. Und um das geht's. Weil mit Runen heilen wir. Nicht nur uns selber, das ist der Anfang. Sobald wir da auf einem guten Weg sind oder auf einem lichten, heilvollen Weg sind, können wir anfangen, diese Frequenz, diese Runen weiterzugeben an andere Mitmenschen und die dadurch zu heilen, indem sie sich erinnern, um was es geht. Also in den Kursen, wo ich gehe, in puncto Runen, lerne ich an den Wochenenden die Leute oder die Menschen, wie sie sich selber heilen und andere heilen, indem wir da praktisch miteinander arbeiten. Praktisch aneinander hinarbeiten. Wir haben da Massage liegen da, wo wir da stehen und die Energie weitergeben an die Menschen, die vor uns liegen. Und alle, die da mitmachen, spüren, was in ihnen passiert, wie sie geheilt werden und spüren auch, wie sie heilen können und kriegen die Resonanz von denen, die sie behandeln, wie stark das in ihnen wirkt. Das ist kein Hexenwerk, obwohl es früher natürlich als Hexe abgetan wurde. Wir wissen ja, dass Hexenverbrennungen gerade solche Menschen oder Frauen waren, die sich mit Kräuter ausgekannt haben und noch früher, die eben sich mit Rune ausgekannt haben. Zu welcher Gattung sie gehört haben, ist meistens auch bekannt gewesen im Beginn, im Minimum. Am Schluss ist ja ganz ausgeartet, aber im Beginn waren sicherlich von der Gattung mit roten Haaren und grünen Augen. Zufälligerweise. Und die, wenn sie fast ganz ausgerottet waren, fingen sie an, dann so rum zu spinnen, kann man fast nur so sagen, indem sie ihren Nachbarin des Hexentums bezeugt haben und dann natürlich von der Inquisition, von den, wo damals die Führenden waren, die Jesuiten, die das Ganze gebracht haben mit der Inquisition, haben Scheiterhaufen geendet sind. Und das ist heute zum Glück nicht mehr ganz so, aber wenn man natürlich in die Richtung geht, ja, gibt es die gleiche, ich habe euch ja vorher erklärt, wie die Amerikaner oder wie die Regierung bei uns sind. Sobald die oder auch die Kirche merkt, dass ihr einen Weg gefunden habt, wo ihr zu euren eigenen Wurzeln findet, stehen die Kopf und fangen an zu rotieren und probieren mit allen, jetzt zum Beispiel gerade mit 5G, was kommt, da zu interferieren, da reinzufunken, dass die Leute nicht mehr Papp sagen können am Schluss. Mit Mikrowelle, Bestrahlung bis zum Gehtnichtmehr. Aber was passiert gerade in puncto 5G oder in puncto, was jetzt abgeht mit Chemtrails, habt ihr sicherlich schon gehört, obwohl viele sagen, es wäre nur eine Verschwörungstheorie. Das zum Beispiel ist das Haus, wo wir letzten Sommer einen Runekurs gegeben haben oder wo ich einen Runekurs gegeben habe und wo ungefähr 30 Menschen, 30 Teilnehmer dabei waren. Und die Besitzerin dieses Hauses, die wohnt im Haus gegenüber und die ist interessiert in diese Chemtrails, in diese Streifen, die Wolken, die so komisch aufkommen zum Teil. Und hat ein Bild gemacht, gerade über unserem Haus, von der Wolke, die da war. Und nach einer gewissen Zeit fingen wir an zu raunen. Die Rune ist zu intonieren miteinander. Und das
mit offenem Fenster im Sommer hört man natürlich im Haus gegenüber und noch ein bisschen weiter. Und auf einmal schaut sie hoch zum Himmel und hat dann ein weiteres Bild gemacht. Diese Wolke, die da oben drüber war, hat sich in ganz kurzer Zeit in diese Form verändert. Und wenn er da auf der rechten, auf der linken Seite sieht, dann könnte er sogar ein Gesicht sehen, das da drin ist. Oder in der Mitte des Herz. Sie kam total begeistert rüber und sagt: Was habt ihr gemacht? Was ma macht ihr hier? Macht ihr was mit den Chemtrails da, mit den Wolken, die da sind? Ich sage, nee, wir raunen nur. Sie hat nicht so viel Ahnung davon, aber war überzeugt, weil sie gesehen hat, was da gerade passiert ist über ihrem Haus. Und wir haben noch nicht auf das konzentriert, wir haben einfach für uns im Kurs geraunt, um das aneinander weiterzugeben, um da weiterzukommen. Und vielleicht ist der eine oder die andere von euch auch dabei beim nächsten Kurs, der Salzburg findet nächsten Monat. Ich wünsche euch viel Glück und sonst, wenn ihr die Zeit mit dazu habt, dann gibt es auch noch einen ganz einfachen Weg, wie man da auch aus diesem Ganzen rauskommt, indem man einfach in die Natur geht. Da fließt noch Energie und da stimmt die Umwelt noch besser wie in der Großstadt. Man kommt auf ganz andere Gedanken und findet auch eher zu sich. Ich bedanke mich und natürlich wird der Diskurs jetzt aufgehen. Wir können jetzt über Radio Okitalk miteinander diskutieren. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich beim Klaus Glatzl, der Radio Okitalk macht und der mir die Gelegenheit gegeben hat, hier zu euch zu sprechen. Auf Wiedersehen. Und auf Wiederhören. Euer Richard Wild. Radio Okitalk.